Howdy Leute, willkommen im Wilden Westen. Wir sind bei Desperados 3, der Demo, um genau zu sein. Ich bin Dennis und werde euch heute durch diesen Livestream führen. Ja, wir streamen gerade live. Wenn ihr das jetzt im Nachhinein seht, dann ist das natürlich nicht mehr live, dann ist das ein Video auf YouTube. Ich denke, wir alle wissen, wie das funktioniert. Ihr könnt aber auch live zugucken bei solchen Dingen, dann macht das vielleicht noch mehr Spaß, dann kann man miteinander auch nochmal chatten. Wir haben aktuell im Livestream 5 Zuschauer, das ist nicht überragend, aber es könnten natürlich mehr werden. Wenn ihr vielleicht den Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann seht ihr solche Dinge wie Livestreams auch mal vorab und könnt einschalten. Ansonsten hier die erste Folge von Desperados 3, der Demo. Gerade erschienen, im Moment der Aufnahme, gerade mal knapp eine Stunde alt. Und jetzt läuft sie schon hier bei uns im Kanal. Desperados 3, natürlich der Vorgänger, wollte ich sagen, aber das stimmt fast. Der Nachfolger von Desperados 1 und 2 und quasi Heldorado. Das ist ja so ein bisschen so halb Spin-Off, halb Nachfolger gewesen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Das hier ist jetzt von Mimimi Games unter dem Publishing von THQ Nordic das neue Top-Down-Taktikspiel aller Desperados, aller Shadow Tactics oder auch Company of Heroes. Oh Gott, Kommandos. Verdammt. Genau. Das ist, wie ich mich vorhin schon fast versprochen habe, ein Vorgänger, also ist ein Prequel zum ersten Desperados. Ist natürlich jetzt 20 Jahre später entwickelt, aber spielt einige Jahre vor dem ersten Teil. Ich habe die damals alle gespielt, die Spiele. Ich liebe dieses Genre. Ich habe auch Shadow Tactics hier im Kanal gespielt. Ich denke, dieses, wenn ihr dieses Video hier bis zum Ende schaut, dann werdet ihr da im Abspann einen Empfehlungskasten sehen für die erste Folge Shadow Tactics hier im Kanal. Es war auch ein sehr schönes Let's Play, das sehr viel Spaß gemacht hat. Und da könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn ihr das noch nicht kennt. Ansonsten geht's jetzt los, würde ich sagen, oder? Zack. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder Tipps habt, dann schreibt mir die in die Kommentare unter das Video. Und ansonsten freue ich mich natürlich über einen Like. Der ist schnell gegeben und hilft dem Kanal sehr. Dankeschön schon mal. Ja, wir machen ausgeglichenen Schwierigkeitsgrad. Wir machen jetzt alles normal, normal, normal. Dialogsprache, was gibt's denn da schon? Deutsch, Englisch, Chinesisch. Meine Güte, das ist ja alles da. Es ist aber ein Western. Ich würde das auf Englisch machen, vielleicht mit deutschen Untertiteln. Weiß ich nicht, ob das geht. Wir machen es jetzt mal auf Englisch. Es ist zwar ein Spiel aus Deutschland, aber es spielt im Wilden Westen, Leute. Ich möchte nicht, dass die Leute da Deutsch reden. So, wenn es nicht sein muss. Ich habe ja auch weite Strecken von Shadow Tactics auf Japanisch gespielt mit deutschen Untertiteln, was schon auch sehr cool war. Also, das hat eine ganz andere Atmosphäre gegeben. So, und jetzt weiß ich aber nicht, wie das aussieht mit Zwischensequenzen und so. Ich versuche natürlich, meine Klappe zu halten, wenn das Spiel redet. Mal gucken, was jetzt passiert. Cutscene? Fragezeichen? Ah, sieht ganz danach aus. Johnny, you're straggling. Come on. Right behind you, Pa. I'm going on ahead. You follow. Keep your head down. Yes, sir. Spätestens seit Indiana Jones und der letzte Kreuzzug ein gern gesehener Einstieg in jedes Computerspiel, beziehungsweise auch natürlich in jeden Film. Die Rückblende, was geschah in der Kindheit des Helden. Wir sehen jetzt hier John Cooper als junger Mann, als Teenager, würde ich sagen, der mit seinem Vater offensichtlich ein kleines Prolog-Abenteuer erlebt. Wahrscheinlich ist das das Tutorial.
Etwas Ähnliches haben wir gerade eben erst bei uns im Kanal erlebt, wenn ihr das zumindest gesehen habt. Nämlich Schleichen Space. Ah, okay, so geht das. Denn, wo war ich? Bei Iron Harvest, genau. Wir haben bei Iron Harvest genau das gleiche gehabt. Da war auch die Heldin Anna, wurde in ihrer Kindheit gezeigt, wie sie in einer Schneeballschlacht sozusagen die strategischen Feinheiten lernt des Spiels. Und wir lernen jetzt hier die strategischen Grundlagen von Desperados 3. Genau, also es ist das gleiche Genre, das wir kennen und lieben, hoffentlich ihr auch kennt. Lieben müsst ihr es nicht, aber ich würde es euch sehr empfehlen, weil das ist wirklich ein schönes Genre, dieses Top-Down-Taktik-Genre. Ich weiß natürlich jetzt, wie das funktioniert mit den Sichtkegeln. Es ist jetzt aber auch kein Hexenwerk, wenn man schon andere Spiele dieses Genres gespielt hat, dann kann man im besten Fall... kann man im besten Fall ja die gleichen Fähigkeiten nutzen, die man auch schon aus Shadow Tactics und anderen Spielen kennt. Kann mich zum Beispiel hier schön verstecken und direkt übers Dach hinter den Zaun zu meinem Dad. Hey Dad, was geht ab? Dad hat auch einen Sichtkegel, aber er ist hart kurzsichtig. Der Sichtkegel ist nur einen Meter lang. Naja, kann man jetzt nichts machen. Hallo Julia, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich sehe gerade deinen Chat-Kommentar. Freue mich, dass du reinschaust. Ich weiß, das ist wahrscheinlich nicht dein Genre-Spiel. Zumindest bin mir relativ sicher, du spielst ja nicht so viele Strategiespiele. Wobei wir schon schöne Age of Empires-Partien gespielt haben. Ich kann das Spiel jederzeit speichern, das mache ich dann auch mal. Vielen Dank für den Tipp, liebes Spiel. Und weiter geht's. Das ist übrigens eine coole Erfindung, die haben sie bei Shadow Tactics auch schon gehabt, die lieben Entwickler von Mimimi aus München. Diese Anzeige, wann man zuletzt gespeichert hat. Weil man dann ungefähr weiß, sollte ich mal wieder speichern? Oder habe ich gerade erst? So, ich kann eine Münze werfen, um Gegner abzulenken. Das machen wir doch dann auch direkt mal. Okay, komm, ich werf die Münze da so hin. Das hat nichts gebracht, ne? Das ist zu weit weg gewesen. Ich muss natürlich so werfen, dass er das auch mitbekommt. Dafür hat er die Münze so einen Radius. Ich habe das jetzt gerade nur gemacht, damit ihr mal seht, wie man es nicht macht. So, jetzt hat er das gehört. Dann kommt Papa hier von links und messert den Kerl. Ich dachte, der legt den jetzt schlafen oder so, aber direkt mit dem Messer in den Hals. Danke dafür. So, wenn irgendwie der Spielsound zu leise ist oder irgendwas, dann sag Bescheid. Ich kann es auch noch ein bisschen lauter machen. Ich bin da immer vorsichtig, weil Spiele sind ja gerne mal etwas... laut einfach. Ich weiß nicht, wenn ihr schon mal was aufgenommen habt, viele von euch wahrscheinlich noch nicht, aber ich kann es euch sagen, also wenn ihr ein Spiel auf von 100% Volume, Lautstärke, Audio-Lautstärke auf 50% runterstellt, ist es immer noch so laut, als wäre es nur auf 80% runtergestellt. Man muss sie immer auf 25% oder 30% stellen und dann, damit man selber noch zu hören ist. Und da muss ich jetzt nochmal ein bisschen nachjustieren, vielleicht, wenn es zu leise ist. Also, es gibt den Showdown-Modus. Da kann ich dann verschiedene Fähigkeiten miteinander kombinieren. Ich speichere wieder. So, Wache ablenken, Pferd ärgern. Aha. Benutze deine Münze, um das Pferd zu ärgern, wenn die Wache vorbeikommt. Achso, ich soll das ja im Showdown-Modus machen. Dann machen wir das. Okay. Machen wir mal fortsetzen. Und jetzt mache ich ausführen. Das war jetzt in dem Fall... cool. Das war in dem Fall nicht wirklich nötig. Weil der einfach schon genau da stand. Und ich es einfach auch gleich hätte machen können. Aber so hatte das natürlich... den Effekt, dass ich gemacht habe, was das Spiel wollte. Ja, freut mich, dass dich das trotzdem interessiert, Julia. Ich glaube, Desperados ist insbesondere für ein deutsches Spiel absolut
sehenswert. Weil, ich meine, es ist wunderschön. Also, ihr seht ja die Grafik. Es ist wirklich ein hübsches Spiel. Toll produziert und von einem sehr sympathischen Entwickler aus München, aus Deutschland. Das heißt, und es ist eben Nachfolger zu einer wirklich altgedienten Serie. Das ist eine von Deutschlands größten so Serien von früher. Desperados war weltweit erfolgreich, war wirklich ein tolles Spiel. Ist bis heute eins der besten deutschen Spiele, würde ich sagen, die je gemacht wurden. Und hat in einem gewissen Genre, halt in der Nische natürlich Strategie, Taktik, hat das Weltruhm. Also Leute in Amerika kennen dieses Spiel auch, also Desperados 1. Und ich glaube, Desperados 3 ist, so wie es für mich aussieht, wird das ein würdiger Nachfolger. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, was da noch dem im Weg stehen könnte. So, was lernen wir hier? Ich kann mich in dunklen Bereichen bewegen, genau. Also das ist absolut nichts Neues. Finde ich aber auch gut. Das Genre kenne ich halt. Da brauche ich nicht ständig neue Dinge lernen. Okay, hier sind drei Kollegen. Dann gucken wir doch mal, wo die so hingucken. Also im Gebüsch können die mich natürlich nicht sehen. Wo müssen wir denn hin? Guck mal kurz, wo das Ziel ist. Dach erreichen. Da müssen wir hin. Na gut, dann können wir ja auch einfach... Dann ist ja der hier der einzig Gefährliche. Dann müssen wir ja eigentlich nur mal die Kollegen hier in die Richtung scheuchen. Und dann können wir ja direkt aufs Dach klettern. Problem gelöst, oder? Was sagt ihr? Wir sind mittlerweile 10 Leute. Das freut mich natürlich sehr, dass ihr so reichlich zuschaut. Ich kann euch sagen, das wird sich lohnen, denn das Spiel ist schön. Schönes Spiel. So, jetzt kommen sie irgendwie hierher. Ach, dann kann Papa nämlich auch mitkommen. Sonst bleibt der zurück. Ich zoome mal ein bisschen mehr ran, dass ich mal die Details sehe. Und Mann, ist das ein detailliertes, schönes Spiel. Es hat ja noch diese Comic-Grafik so ein Stück weit, die schon Shadow Tactics hatte. Aber noch ein bisschen mehr in Richtung realistische Grafik. Und mir gefällt der Stil einfach unheimlich gut. Ich mag das sehr gerne, was die Münchner Kollegen da gebaut haben. So, komme ich die Leiter runter, ohne dass der mich sieht? Schon, oder? So. Upp, na, wieso? Wieso gehst du nicht da in den Busch rein? So, dann können wir hier außen lang. Muss ich, soll ich irgendwie die Wache ablenken? Die Wache, da soll ich ablenken. Okay. Benutze deine Münzen, um die Wache an der Klippe abzulenken. Ja, das kriegen wir hin. Liebe 10 Zuschauer, seid ihr alle da? Seid ihr alle wach? Das wäre schön. Sagt doch mal was, wenn ihr mögt. Wer seid ihr so? Ich sehe ja nur die Zahl. Das ist ja irgendwie so ein bisschen lame. Kann ich die Münze dahin werfen? Kann ich nicht, ne? Wie weit sieht denn die Wache? Also in den Busch da kann ich noch rein, ne? 11 Zuschauer schon. Jetzt wird es ja langsam richtig crowded hier. So, ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu voll wird, ne? Social Distancing und so. Machst du die Wache fertig, Papa? Ja, danke schön. Wie voll darf eigentlich so ein Livestream sein, bis die Polizei einschreitet? Wegen Corona. Ich weiß es nicht. Aber da ja andere Leute auch mit tausenden Zuschauern streamen, gehe ich davon aus, dass das erlaubt ist. Ihr dürft euch halt einfach nicht gegenseitig abschlecken. Das ist das Wichtige an dieser Stelle. Leichen kannst du in Gebüschen, Häusern und anderen Orten verstecken. Ich finde sehr schön, dass alles schon in so vielen Sprachen da ist. Da merkt man, dass das Spiel in 3 Wochen erscheint und kein Early Access Titel ist, sondern ein fertiges Spiel. So. Kann ich den mal... Ups. Achso. Ich muss dann natürlich noch klicken. Ach, Florian. Ja, die Entwickler schauen auch zu, freuen sich natürlich, wenn man streamt. Willkommen im Stream. Ich hoffe, ich tue euch kein Unrecht. Ich weiß natürlich nicht,
wie viel Arbeit in diesen einen Kaktus hier geflossen ist und kann ihn vielleicht dementsprechend nicht würdigen. Aber ich hoffe, ich kann das Spiel so vorstellen, wie ihr es euch auch verdient habt, nach Jahren der harten Arbeit. Wir haben uns ja alle mal kennengelernt auf dem Oktoberfest in München. Zumindest habe ich die meisten von euch mal kennengelernt, liebe Mimimis. Und ich freue mich natürlich schon so lange auf das Spiel, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also Papa hat gesagt, den Kran sollen wir benutzen. Das heißt, ich soll zu dem Kran irgendwie hinkommen, nehme ich mal an. Um die Kollegen hier alle gemeinsam mit einem Environmental Kill auszuschalten, also einer Umgebungstötung. Ich weiß nicht, man muss auch nicht alles auf Deutsch übersetzen. Aber ich weiß halt, dass ich auch viele Zuschauer hier habe, die vielleicht noch etwas jünger sind, und auch euch begrüße ich natürlich und möchte euch natürlich auch die Möglichkeit geben, zu verstehen, was wir hier machen. So, das heißt, es macht wahrscheinlich Sinn, hier hinzugehen, in Deckung zu gehen hinter dem Fass. Wo guckt der Kollege hin? Der guckt dahin. Keiner von denen sieht mich so richtig. Das heißt, ich kann eigentlich die ja auch mal in die Richtung hier ablenken. So, dann gehen wir hier ins Gebäude rein. Keiner hat's gemerkt, weil ihr nämlich ein bisschen doof seid. Aber ich bin ja auch Oh Gott. Ganz schönes Gesplatter. Habe ich eben von den jüngeren Zuschauern geredet? Tut mir leid, wenn ihr da jetzt schlucken musstet, ein bisschen. Die sind alle gar nicht echt. Das sind alles nur Pixel. Das sind alles nur Pixel. Ja, also bisher taugt es mir sehr, das Spiel, aber ich habe ja auch erst 10 Minuten gesehen. Wartet doch erstmal ab. Und Julia, du lässt schön die Zunge da, wo ich sie sehen kann. Ja, hier wird niemand im Livestream abgeschleckt. So, Entschuldigung, ich quatsche schon wieder hier über die mit viel Liebe gestaltete Zwischensequenz. Da muss man ein geduldiger Vater sein, wenn man so einen Tollpatsch zum Sohn hat. Okay, bis spät nachts wird mit dem Messer trainiert. Ach, es ist aber auch schwer. Ich habe auch schon mal einen Messer versucht zu werfen im Urlaub, wo wir als Verzelten waren. Da waren wir auf Island, da hatte ich so ein Klappmesser dabei, aber ein sehr stabiles, und habe auch die ganze Zeit versucht, abends neben dem Zelt so an so einem Baum, der irgendwie 2-3 Meter weg war, das zu werfen, dass es stecken bleibt. Und irgendwann, echt so nach einer Viertelstunde, ist es mir gelungen. Gar nicht so einfach. So. Das war wohl der Prolog. Und jetzt kommt das erste Kapitel. Das wird super. Ich würde sagen, wir schauen uns noch an, wie es beginnt. Und dann beende ich die erste Let's Play-Folge fürs Erste. Der Stream läuft natürlich einfach weiter und die zweite Folge startet dann auch gleich, aber für alle, die dann im Let's Play zuschauen, als VOD dann das Video später bei YouTube gucken, die müssen sich dann leider jetzt mal ein paar Stunden gedulden. Die Videos zur Desperados 3 Demo, das habe ich am Anfang des Streams gesagt, auch schon mal, werden dann täglich jetzt erscheinen, über die nächsten paar Tage, je nachdem wie viele es werden. Die von euch, die zuschauen, die zu den Entwicklern gehören, wissen ja schon, wie viel in der Demo drin ist. Ich weiß es jetzt noch nicht. Ich bin da völlig unbeleckt. Pick her clean, boys. Take everything that shines and anything what could drink a man's blood. Okay, die große Zugschießerei. Cover.
Come this way. Let's flank him. Autsch. Hier ist richtig Action. Also für einen Top-Down-Taktikspiel ist das ganz schön dynamisch, was er hier inszenatorisch macht, Leute. Echt cool. Ich möchte mal kurz auf das Wasser hinweisen, weil ich es gab ein Technik-Entwickler-Video im Vorfeld, schon vor vielen Monaten, von Mimimi, und da wurde speziell gezeigt, so wie die Umgebung gestaltet wurden und das Wasser animiert wurde. Und ja, das sah sehr cool aus und ich habe mich schon total drauf gefreut. Und mit jedem Video, was ich danach wieder gesehen habe, fand ich es cooler, wie schön diese Umgebungen sind und wie toll das alles gestaltet ist und vor allen Dingen, wie hübsch das Wasser auch aussieht. Wasser, der große Gradmesser in Videospielen für die Qualität der Grafik. Ah, toll. Inszenatorisch wirklich super. Mit dem Zoom ran an den Zug. John kommt raus. John Cooper, der Held der Desperados-Reihe. Kein Fahrschein. Um nochmal Indiana Jones und der letzte Kreuzzug zu zitieren. Ja, sehr schön. Cooler Auftritt, John. Wir machen eine kurze Let's Play-Pause und sehen uns dann in der nächsten Folge im Let's Play wieder. Alle, die im Stream zuschauen, bleibt einfach dran. Es geht direkt weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao.